Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem letzten Drittligaspiel der Saison zwischen Türkgücü München und Viktoria Köln. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken den Cheftrainer der Viktoria, Olaf Jansen. Herr Jansen, nochmal alles Gute von mir auch zum Einzug ins Finale des Bitburger Pokals. Ja, schönen Dank. Nun steht allerdings erstmal das letzte Spiel in der dritten Liga an. Wie schätzen Sie den kommenden Gegner Türkgücü München ein? Also wir sind natürlich noch so ein bisschen von den Emotionen her in diesem Pokalspiel, das ist ganz klar. Wir haben dieses Pokalspiel, glaube ich, auf der letzten Rille gewonnen. Wirklich nochmal alles reingeschmissen, was die Jungs hatten. Und das war natürlich auch so in den ganzen Spielen, in den ganzen Wochen und Monaten. Ich habe meinen Kollegen noch gestern Abend gesagt, ich habe aus den Jungs wirklich alles rausgepresst, was drin war, und die haben wirklich Vollgas gegeben, und ich glaube auch schon ein Stück weit wird das einfach auch dieses Spiel am Wochenende prägen. Ne? Ich hoffe, dass wir Freude und Lust an diesem Spiel haben. Wir treffen auch einen Gegner, ja, wo auch jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen die Luft raus war, das konnte man, glaube ich, sehen. Von daher gibt es gar keinen Druck in diesem letzten Spiel, bei uns nicht und beim Gegner auch nicht. Wir dürfen im altehrwürdigen Olympiastadion spielen, was sicherlich ein Highlight ist. Da bin ich selber noch auf der Wiese rumgeturnt vor ein paar Jährchen. Und von daher glaube ich oder hoffe ich einfach, dass es ein Spiel wird, was offen ist, wo man die Freude am Spiel erkennen kann. Und sicherlich wird es auch so sein, dass eine Menge an Spielern auch bei uns auf dem Platz steht, die weniger Spielzeiten hatten, ne? Auch ein Stück weit als Belohnung auch dafür, dass auch die Jungs, die hinten dran waren, immer Vollgas gegeben haben. Das wird ähnlich sein, auch beim Gegner. Und wie gesagt, von daher hoffe ich einfach auf ein freies Spiel von beiden Mannschaften. Am Samstag geht es für die Viktoria nun ins Münchner Olympiastadion. Sie als aktiver Spieler hatten dort einige Spiele zu bestreiten. An was können Sie sich erinnern? Wenn man beim FC Bayern München spielt, dann ist es natürlich immer besondere Spiele, das kann man sich vorstellen. Von daher, ja, war es immer ein besonderer Moment, sehr emotionsgeladen. Wenn man dort dann vor 70.000 in diesem besonderen Stadion spielen darf, beim Rekordmeister. Ansonsten habe ich die letzte Erinnerung, die war dann aber nicht so schön, muss ich sagen, weil im letzten Spiel praktisch für den 1. FC Köln habe ich mir dort ein Muskelbündelriss zugezogen und bin monatelang ausgefallen, und von daher ist es eigentlich ein schöner Moment, dass ich das Stadion wieder in besserer Erinnerung behalte, und von daher hoffe ich, dass meine Jungs dann am Wochenende Vollgas geben. Es könnte der Vereinsrekord eingestellt werden. Letztes Jahr hatten wir nach 38 Spieltagen 51 Punkte. Mit einem Sieg gegen Türkgücü würde dieser eingestellt werden. Zählt das für Sie viel? Wir haben immer gesagt, wir gehen in jedes Spiel, als wäre es das Letzte. Jetzt ist es in dem Fall ist es das Letzte, zumindest auf Meisterschaftsebene. Ne? Also von daher erwarte ich von meiner Mannschaft genau die gleiche Haltung wie in jedem anderen Spiel auch. Da gibt es viele, viele Dinge. Wir können den Vereinsrekord einstellen. Wir waren, glaube ich, bei meinem zweiten Spiel standen wir auf dem 17. Tabellenplatz. Wir können mit dem Sieg auf einen einstelligen Tabellenplatz kommen, was sicherlich dann auch eine herausragende Leistung ist. Das ist ja unser Job. Von daher geht es auch um Prämien, die wir einfahren können. Kann man ganz, ganz viele Dinge aufführen. Ja, und so für unsere DNA stehen wir, die wir gestern Abend auch wieder gezeigt haben, dass wir bis zum Schlusspfiff alles reinfeuern. Gibt es viele, viele kleine Ziele. Das andere Ziel, was mir gerade durch den Kopf geht, ist das, dass wir immer fixiert sind auf diesen Moment, wenn der Schiedsrichter abpfeift und wir haben 3 Punkte, beziehungsweise wie gestern dann, wir ziehen in die nächste Pokalrunde ein. Das ist immer das Gefühl, warum wir uns die ganze Woche quälen. Von daher glaube ich, in der Spielvorbereitung und in den Köpfen, bis der Schiedsrichter anpfeift, haben wir genügend Dinge, für die es sich lohnt, da auch nochmal alles reinzuschmeißen. Vielen Dank, Olaf Jansen. Das Spiel wird am Samstag ab 13.15 Uhr auf Magenta Sport live zu sehen sein. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.